Moin, wir melden uns mal wieder. Einer der Tage, wo wir mal etwas geplant haben. Auch wenn es gerade regnet und sind wir jetzt hier unterwegs. Von der einen Mall aus ist es nicht weit bis zum Nachtmarkt. Und da haben wir uns gedacht, wir schauen da mal einfach vorbei, was es da Leckeres zu essen gibt. Und wenn es nichts Leckeres zu essen gibt, dann suchen wir uns ja noch was anderes. Genau, wir sind jetzt da, 10 Minuten von der einen Mall, wo wir mit dem Bus hin konnten, entfernt zu Fuß. Und jetzt befindet sich das hier unter einem Countdown in dem Parkhaus. Quasi der Nachtmarkt. Also es ist 17 Uhr etwas, ist jetzt noch nicht Nacht. Aber gut für uns und für die Kinder, dass wir hier einfach schon mal vorbeischauen. Genau, wir nehmen euch mal mit. Mal gucken, was es hier so Leckeres gibt. Bis später. Moin! Ja, heute begrüßen wir euch mit sehr viel besserem Wetter als gestern. Der Tag gestern war ja doch recht verregnet. Wir waren froh, dass es dann gegen späten Nachmittag, frühen Abend, ja dann so ein bisschen aufgelockert hatte. Ein paar Regentropfen haben wir noch abgekriegt, aber wir waren ja gut vorbereitet mit unserem Schirm, den wir in Singapur geschenkt gekriegt hatten, und dem Regenverdeck für den Buggy. Genau, wir sind dann hier zum Food Market gegangen. Ja, ich muss dazu sagen, manchmal habe ich das Gefühl, man ist hier eher in Asien als in Neuseeland. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern hier sind einfach unglaublich viele Asiaten, die hier wohnen, aber natürlich auch zum Urlaub hier sind, um dann halt Familie zu besuchen oder halt einfach Urlaub zu machen, so wie wir halt auch. Aber dieser Food Market gestern hatte schon sehr was Asiatisches. Es waren eigentlich fast nur asiatische Stände dort. Es war ja quasi unterm Counter, unterm Supermarkt, in der Tiefgarage. Und es kam halt schon krass der Geruch von all den verschiedenen Ständen raus, was mehr oder weniger angenehm war. Und es war halt teilweise auch ein bisschen nebelig. Ja, wo soll das auch anders hin? Genau, die eine Hälfte war eigentlich quasi wie so Flohmarktstände mit, man weiß es nicht, originalen oder gefälschten Sportartikeln von Nike, Puma, Adidas. Da gab es ganz, ganz viel, so T-Shirts und halt Sporthosen und so. Dann Handyhüllen, so ein Riesenstand voll. Ja, das war es dann eigentlich auch schon, also sehr überschaubar. Entweder hat Torben das schon vorher eingeblendet oder es kommt jetzt hier nach noch. Genau, das war so irgendwie so 4-5 Stände davon. Und dann gab es vielleicht, 10-15 Stände mit Esssachen von, sag ich mal, halt asiatischen, also alles Mögliche an. Reisgerichte, gebratene Nudeln, Dumplings, gebratenes und frittiertes Fleisch und Shrimps und so. Genau, da gab es aber halt auch Bubble Tea, das ist ja irgendwie auch sehr beliebt. Donuts, ein Waffelstand, ein Kaffeekuchenstand. Ja, genau, auf jeden Fall sehr viel Herzhaftes.
genau, war schon irgendwie so vom Eindruck, hätten wir uns irgendwie was anderes vorgestellt. Gerade hier, weil es halt da auch Auckland ist, aber ja, genau, war dann halt so. Seht ihr ja, wie gesagt, in den Slides auch und auch auf den Fotos, die wir gemacht haben. Ja, wir haben uns auf jeden Fall dann bei dem einen Stand gebratene Nudeln und Reis gekauft. Das war echt auch lecker und eine ordentliche Portion für irgendwie $10 pro Person, also pro Portion auch. Das war völlig in Ordnung, $2 für so ein Dosengetränk und eine kleine Flasche. Wir haben uns da noch Donuts mitgenommen, so Mini-Donuts, die waren auch super lecker. Aber ja, genau, also es war halt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist jetzt nichts, wo man ewig lange sich aufhält, sondern man isst da halt und dann geht man wieder. Und es waren auch super viele Leute, die einfach hingegangen sind, sich das abgeholt haben, nach Hause dort essen. Also wir haben schon schönere Foodmärkte gesehen. Genau, naja, wir sind dann auch einfach wieder danach mit dem Bus zurück zur Unterkunft und dann war es halt auch echt schon spät, dass wir eigentlich dann nur noch Bettzeit, also die Kinder fertig gemacht haben fürs Bett und wir waren dann auch nicht mehr so lange auf. Genau, und jetzt heute Morgen haben wir auch den Vormittag irgendwie relativ entspannt angegangen und sind dann jetzt mal heute mal wieder in die Innenstadt Aucklands, wie man auch unschwer erkennen kann, mit dem großen Turm hier, mit dem Sky Tower. Genau, sind heute mal mit dem Zug auch gefahren und sind mit dem Zug hierher gefahren bis zum Retomat, also ein Stück Bus und dann ein Stück Zug und genau, haben da uns erstmal mit Kaffee ausgestattet und dann so ein bisschen Richtung, also ist ja direkt am Hafen, da sind wir ein bisschen lang, haben uns ein bisschen umgeguckt und sind den Weg quasi weiter gefolgt und dann kommt hier der Silo Park, so heißt das. Oh, ist halt eigentlich hier, sag ich mal, Hafenindustriegebiet. Hier kann man dann noch ein Stück weiter gehen, kommt man zu diesem Aussichtspunkt, wo man dann Blick auf die große Brücke hat, deren Name ich gerade nicht weiß. Bei diesen wir auch mehrmals rüber gefahren, um dann halt quasi in den Norden Aucklands zu kommen. Genau, hat man das hier so ein bisschen den Blick und jetzt wollen wir wieder quasi Richtung Innenstadt zurück. Da gibt es ja noch den Fish Market. Gucken wir mal, was da so los ist. Eigentlich ist das ja eher so eine untypische Uhrzeit jetzt, so mitten am Tag irgendwie, ich glaube, 2:30 schon. Genau, haben uns jetzt eine grobe Route rausgesucht für den Tag, die wir so bestreiten wollen. Das Wetter ist ja wie gesagt ganz gut, ich muss sagen, teilweise. Also vorhin habe ich eine Anzeige gesehen mit 21 Grad. Ist ja jetzt nicht ganz so warm. Wenn man so in der Sonne steht, dann geht's. Aber es kommt echt hin und wieder mal so ein Wind durch, der ganz schön frisch ist, finde ich. Aber hier ist ja jetzt auch langsam Herbst. Es ist total verrückt, wenn man hier in die Geschäfte geht, weil die Summer Sale haben und halt überall schon die dicken Winterjacken und Kuschelpullis und überhaupt sind. Also, ist ein bisschen witzig. Naja, bevor es hier dann richtig kalt wird, verschwinden wir ja hier aus Neuseeland wieder. So, und jetzt wird es hier auch zu laut, deswegen verabschiede ich mich jetzt erstmal und ja, wir melden uns auf jeden Fall später nochmal. Bis dann!
Moin, ich nutze mal die kurze Gelegenheit und schau mal, wie lange der Akku hält. Unser Plan ging heute nicht ganz auf von dem, was wir eigentlich erst vorhatten. Und dafür haben wir uns dann entschieden, wir wollten das eh noch hier machen während unseres Aufenthaltes, in den Zoo zu gehen, in den Auckland Zoo. Der ist jetzt nicht so riesig, vielleicht auch nicht so groß bekannt, aber er hat halt ein paar Sachen, wie zum Beispiel auch nochmal Kiwis, die wir halt gerne sehen wollten. Und genau, jetzt sind wir gerade hier halt einfach ein bisschen unterwegs. Das Wetter ist jetzt ein bisschen bewölkter gewesen. Wir haben aber keinen Zeitdruck, wir bleiben einfach den ganzen Tag hier, haben wir uns halt gesagt. Hatten gerade noch einen kleinen Snack, wir haben die Kiwis schon gesehen. Und jetzt laufen wir hier gerade durch das große Affengehege. Hier gibt es halt richtig cool, so über den normalen Weg, ganz viel, wo die Orang-Utans halt sich langhangeln können. Ihr habt sie eben gerade schon einmal gesehen. Sitzt jetzt da oben und guckt jetzt hier runter. Was wir hier machen. Genau. Von daher sind wir einfach heute ein bisschen im Zoo unterwegs. Ein paar Clips oder sowas werde ich hier bestimmt nochmal zusammenschneiden und euch einen kleinen Einblick geben. Und genau, haben einfach hier einen entspannten Tag, bevor das später wieder zurückgeht und sonst nichts weiter groß geplant ist. Neben Orang-Utans, Giraffen, Nashörnern, Tigern, Löwen, also verschiedene, sag ich mal, internationale Gäste gibt es hier dann halt auch im neuseeländischen Bereich. Kann dann mal gerade gucken, ob ich die Karte finde. So, jetzt seht ihr das vielleicht. Genau, gibt den Afrika-Bereich, den Neuseeland-Bereich, Southeast Asia, die Asia-Elefanten da unten. Dann haben wir hier noch South America Rainforest Track und den Australia Bush Track. Und genau, jetzt haben wir quasi den Afrika Safari Track und den Neuseeland Track. Sowie schon hinter uns, jetzt laufen wir gerade hier durch das Affengehege zu den Tigern. Und haben dann noch ein bisschen was vor uns, wie gesagt, ganz ohne Stress. Ein paar Sachen, die man sich hier angucken kann, wo man auch ein paar Sachen erklärt bekommt. Und wir gehen einfach mal weiter und schauen mal, was wir noch für euch für Aufnahmen mitnehmen. Bis später!